Zum ersten Mal in Ostfriesland und gleich mit dem Emder Schauspielpreis ausgezeichnet. Dem Berliner Lars Eidinger fliegen auch hinter dem Deich die Herzen zu. Ich habe selten so witzige Menschen kennengelernt. Und auch heute im ganzen Verlauf des Tages. Ihr seid wirklich ein ganz spezielles Volk. Und ich fand es nahezu herzerwärmend, heute den Tag hier zu verbringen. Und zur großen Freude von Eidinger meldet sich dann sogar der mutmaßlich witzigste Ostfriese per Videobotschaft. Ich gratuliere dir zum Emder Schauspielpreis 2024. Deine Leistungen auf der Bühne und vor der Kamera sind einfach otifantös beeindruckend. Eidinger erhält den Preis nicht zuletzt für seine Vielseitigkeit. Ob auf der Bühne oder gleich dreimal als psychopathischer Killer Kai Korthals im Tatort. Was hast du Angst? Vor was denn? Nein, nein. Ich wollte nie jemanden töten! In Emden legt Lars Eidinger nach der Preisverleihung sogar als DJ auf. Mitunter werden ihm die vielen Interessen beinahe zur Last. Ich will halt so wahnsinnig gerne in dem Beruf arbeiten und ich nutze es dann auch aus. Ja, und es führt dann aber dazu, dass ich dann manchmal mir meine Termine schicken lasse und merke, wenn es dann um einzelne Termine gibt, die noch dazukommen sollen, dann merke ich so, scrolle ich so über 3 Monate und merke, da ist kein einziger Tag frei. Doch so entstehen auch immer wieder besondere Filme. Etwa Narschuss von Regisseurin Franziska Stünkel aus Hannover. Das Drama erzählt die Geschichte des letzten Hinrichtungsopfers der DDR frei nach. Ob es jetzt Fiktion oder Realität ist, es wird trotzdem Teil meines erlebten Lebens. Und vor allem, wenn man den Beruf so betreibt wie ich, dass man sich tatsächlich in diese Emotionen begibt, ja, und dass es keine Fassade ist oder nichts Angeschafftes oder was Äußerliches, dann macht es eigentlich gar keinen großen Unterschied mehr, ob ich das tatsächlich erlebt habe oder mir vorstelle, es erlebt zu haben. Die Emder erleben einen Star ohne Allüren. Lars Eidinger will in seinen Rollen auffallen, nicht indem er sich beim Buffet vordrängelt. Für mich hat es viel mit dieser Situation zu tun, dass der Chirurg, der meine Tochter operiert hat, sich nach der 7-stündigen Operation hinten in der Kantine angestellt hat. Das hat mich einfach beeindruckt und geprägt. Und ich dachte, mit welchem Recht drängelt sich ein Schauspieler, eine Schauspielerin vor und sagt, lassen Sie mich durch, ich bin Schauspieler. Vielleicht ist es auch und gerade diese Bodenhaftung, für die nicht nur die Enderinnen und Ender den Schauspieler lieben.